Die belogene Generation. Politisch manipuliert statt zukunftsfähig informiert. Von Roland Bader. Das vorliegende Hörbuch ist in gedruckter Ausgabe erhältlich beim Resch Verlag. Wir sind die informierteste und gleichzeitig ahnungsloseste Gesellschaft, die je existiert hat. Peter Turini, österreichischer Dramatiker. Die Leute lassen sich so lange am besten manipulieren, wie sie am wenigsten wissen. Edward O. Wilson, amerikanischer Soziobiologe. Wird die Wahrheit missachtet, dann verschwindet alsbald auch die Freiheit. Gerhard Radnitzky, Wissenschaftstheoretiker. Es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubigeres Volk als das Deutsche. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden, die Deutschen glauben sie. Um eine Parole, die man ihnen gab, verfolgten sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde. Napoleon Bonaparte. Eines der schwersten Gebrechen unserer Zeit besteht darin, dass das Problem der wirtschaftlichen Ordnung ebenso wenig verstanden wird wie die besondere Art, in der die Marktwirtschaft es löst. Die Menschen unserer Zeit werden mit Wissen aller Art vollgestopft, aber etwas Wesentliches lernen sie nicht. Die Wirkungsweise und den Sinn des eigenen Gesellschafts- und Wirtschaftssystems zu verstehen, dessen Glieder sie sind und von dessen Funktion ihr Lebensschicksal abhängt. Keine Kultur aber hat jemals lange bestehen können, wenn ihre inneren Gesetze und der Sinn ihrer Einrichtungen nicht mehr begriffen wurden. Wilhelm Röpke, Nationalökonom. Man kann es den deutschen und europäischen Jugendlichen und jungen Leuten nicht klar und oft genug sagen. Das Gegenteil von politisch links ist nicht rechts. Und das Gegenteil von rechts ist nicht links. Der braune Sozialismus war und ist nur eine Variante des roten Sozialismus. Das Gegenteil von links und von rechts ist freiheitlich und offen, sowie rechtsstaatlich im ursprünglichen Sinn des Wortes. Und freiheitlich, offen und rechtsstaatlich bedeutet zugleich, so viel persönliche und private Entscheidungsautonomie des Bürgers und so wenig kollektiv oder hoheitliche Entscheidungen als möglich. Und das wiederum heißt zugleich, so wenig Staat und Politik als überhaupt möglich und so wenig Parteien und Funktionärskompetenzen als gerade noch denkbar. Roland Bader, Waghäusel, Mai 1999. Einführende Hinweise. Warum wendet sich dieses Buch vorwiegend, aber hoffentlich nicht ausschließlich, an Jugendliche und junge Leute? Kurze Antwort: Weil in wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Fragen bei den heute erwachsenen oder älteren Generationen Hopfen und Malz verloren ist. Sie haben, wie niemals andere Menschen und Völker zuvor, die einzigartige Gelegenheit gehabt, bestimmte existenzielle Einsichten zu gewinnen und haben diese Chance in einem erschütternden Ausmaß ungenutzt gelassen. Sie haben aus jenen Vorgängen nichts gelernt und nichts davon verstanden. Was ist damit gemeint? Die Deutschen haben im 20. Jahrhundert hautnah und oft unter unsäglichen persönlichen Schmerzen und Verlusten ein sozioökonomisches Großexperiment erlebt, wie es sonst nur die Naturwissenschaftler unter reinen Laborbedingungen und eben nur auf dem Gebiet der Naturwissenschaft vollziehen können. Sie waren zunächst Zeugen und millionenfach selbst Betroffene zweier sozialistischer Realexperimente,
nämlich des roten Sozialismus in der Sowjetunion nach der Oktoberrevolution und später im gesamten sogenannten Ostblock sowie des braunen Sozialismus auf ihrem eigenen Boden. Nachdem diese beiden Sozialismusvarianten den halben Globus vernichtet und viele hundert Millionen Menschen in Tod, Verstümmelung, Elend, Hunger und Vertreibung gestürzt hatten, bot sich den Deutschen ein bis anhin wiederum einzigartiges Anschlussexperiment, nämlich die Teilung ihres vom Krieg verwüsteten Landes und seiner Bewohner. Wohlgemerkt, Bewohner desselben Kulturkreises und derselben Sprache in zwei Hälften. In einen sozialistischen Ostteil und einen marktwirtschaftlichen Westteil. Schon nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass die sozialistische Hälfte zu einem Gebiet der Knechtschaft, des Mangels und der tristen Uniformität wurde, die marktwirtschaftliche Hälfte aber zu einem Wunderland mit bislang unbekanntem Überfluss, mit Freiheit, Vielfalt, Offenheit und überschäumender Lebensfreude. Trotz dieser überwältigenden Erfahrungen gewann der Sozialismus, wenn auch in seiner weichen, rosa-roten Form, in eben diesem freien Westen erneut eine so große Anhängerschaft, dass es der CDU opportun erschien, die Parole »Freiheit oder Sozialismus« zum Wahlkampfslogan zu küren. 40 Jahre nach Beginn des Experiments brach der sozialistische Ostteil schließlich vollständig bankrott zusammen und mit ihm auch der gesamte Ostblock inklusive des Riesenreiches Sowjetunion. Was vorher schon jeder hätte sehen können, der dazu willens gewesen wäre, lag nun offen vor den Augen der Welt. Eine vollständig verkommene Bausubstanz und tristeste Wohnverhältnisse, schrottreife Unternehmen und maschinelle Anlagen, leere Läden und alltägliche Warteschlangen, eine marode Infrastruktur, zerstörte Natur und vergiftete Böden und Flüsse, armseligste Energie- und Kommunikationstechnik, verlotterte Straßen mit ein paar stinkenden Einheitsautos, ein parteiinszeniertes und spärliches Medienangebot, eine fern jeden Rechtsempfindens agierende und politisierte Justiz, ein unabsehbares Heer von Spitzeln und Häschern, ein bis hinunter zu den Betriebskampftruppen militarisiertes und ideologisch verhetztes Volk und Menschen, die trotz der jahrzehntelangen Anfeuerung zu Helden der Arbeit und Planerfüllern arm waren wie die Kirchenmäuse. Der Westteil hingegen präsentierte sich, trotz der vom halbsozialistischen Sozialdemokratismus sämtlicher Bonner Parteien fast erwürgten Effizienz und schrankenlos verplemperter Milliarden, noch immer als eines der reichsten Länder der Erde, friedlich und offen, hochproduktiv und mit modernster Technik und Infrastruktur im vielfältigen und hochqualitativen Angebot seiner Waren und Dienste fast ertrinkend und mit den im weltweiten Vergleich höchsten Umweltstandards. Doch welche Lehren zogen und ziehen nun die Deutschen in Ost und West aus diesem gigantischen Experiment? Sie reden mehrheitlich davon, nicht alles am Sozialismus sei schlecht gewesen und man müsse nicht nur für die Opfer des SED-Totalitarismus, sondern auch für dessen Täter als Menschen mit anderer Biografie Verständnis aufbringen. Sie wählten nunmehr gemeinsam eine neue, diesmal Rot-Grün-Sozialismus-Variante, eine Volksvertretung und Länderparlamente, in denen sogar Marxisten und Leninisten Sitz und Amt innehaben. Und sie reden vom Voneinanderlernen der unterschiedlichen Systeme. Kurz, sie verwandeln das ganze Land inklusive des Westteils in eine DDR-Leit. Das also ist die Lehre, welche die weit überwiegende Mehrheit der Erwachsenengeneration in Deutschland aus dem besagten Großlehrstück ihrer Geschichte gezogen haben. Das Bemühen, sich in gemahnender und aufklärerischer Absicht an diese Mehrheit zu wenden, entspricht dem sprichwörtlichen Versuch, einen Ochsen ins Horn zu pfetzen. Schon im Jahr 1983 hat der große Ökonom und Nobelpreisträger
Friedrich August von Hayek resignierend festgestellt: Der Liberalismus ist den Deutschen nur hauchdünn unter die Haut gegangen. Was den Trierer Wissenschaftstheoretiker und Sozialphilosophen Gerhard Radnitzky zu dem Kommentar veranlasst hat: Hier irrte Hayek. Der Liberalismus ist an der Haut der Deutschen abgeperlt, als hätte man eine Gans mit Wasser begossen. Deshalb also mein Entschluss und das Wagnis, hier ausdrücklich die jüngeren Deutschen anzusprechen. Warum ist das vorliegende Buch teilweise, ab Kapitel 4, im Interviewstil geschrieben? Wissenschaftler und Studenten der politischen Ökonomie oder ganz generell der Gesellschaftswissenschaften haben jederzeit die Möglichkeit zur vielfältigen und kontroversen Diskussion und Information. Nicht so der interessierte Laie, der ein Buch oder einen Aufsatz aus diesem Bereich liest. Ein großer Nachteil der Nicht-Insider, also der weit überwiegenden Zahl aller Leser, ist es, dass sie zu vielen Thesen nicht ihre Wenn-Aber anbringen und keine kritischen Fragen stellen können. Mit der Interviewmethode will ich versuchen, diesen Nachteil wenigstens teilweise auszugleichen oder zu beseitigen. Bei unzähligen Vorträgen und Diskussionen haben sich bestimmte Fragen und Einwände herausgestellt, die immer wiederkehren und offensichtlich einem weit verbreiteten Meinungsbild entsprechen. Es war mir also möglich, einen Katalog von rund 65 der meistgestellten Fragen und der häufigsten kritischen oder scharf ablehnenden Einwendungen gegen meine These zu erstellen. Diese will ich in meine Darstellung sukzessive einfließen lassen, manchmal auch, wie es in der Realität der Fall war, in wiederholter Weise bei jeweils verschiedenen Aussagen oder unterschiedlichen Themen. Der Leser wird deshalb seine eigenen drängenden Fragen oder kritischen Einwände an vielen Stellen dieses Buches als Interviewfrage oder als Gegenargument des Interviewers wiederfinden und damit hoffentlich das Gefühl verlieren, den Argumenten des Autors ausgeliefert zu sein. Jedenfalls ist zu hoffen, dass mit der Darstellungsmethode des fiktiven Großinterviews eine so große Zahl von Fragen und Entgegnungen zur Sprache kommt, dass beim Leser nicht mehr allzu viele offen und unartikuliert bleiben.